Ich bin Joshua und ihr seid ihr richtig. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mal mit den Veröffentlichungen im Mai 2020. Bin ein bisschen später, ich weiß, und wollte euch jetzt mal zeigen, was ich mir holen will und holen wollte für den Mai und was auf meiner Liste steht. Genau, da fangen wir mal an. 7. Mai ist leider schon vorbei, habe ich mir auch noch nicht geholt, werde ich mir wahrscheinlich noch holen. Ist das 4K Steelbook von 47 Ronin mit Keanu Reeves. Cooler Film, lohnt sich mal zu holen. Steelbook sieht klasse aus. Genau, es war 7.5. bei mir drauf gestanden. Dann am 7.5. stand bei mir noch ein Steelbook drauf, das ich mir jetzt doch nicht holen werde, nämlich das neue Gladiator Steelbook. Ja, ich habe da schon das da. Und brauche jetzt nicht noch eins. Genau, hier ist noch die Folie ein bisschen gefaltet da, deswegen, aber das Steelbook ist heil. Genau, da ist ein neues rausgekommen und das häufen wir jetzt doch nicht. Dann die nächsten Termine ist am 21.05. Kommt von Sleepy Hollow 3 Mediabooks raus. Ich habe mich für das Cover A eigentlich entschieden, mir zu holen. Habe jetzt noch nichts vorbestellt. Ich warte ab. Und Cover B hat mir jetzt nicht so gefallen. Für Cover C das Kinoplakat sozusagen. Das fand ich auch gut, aber es wird wahrscheinlich Cover A werden. Genau, dann am 22.05. kommt ein Mediabook von The Sixth Sense raus mit Bruce Willis. Ja, kommt nur ein Cover raus, aber werde ich mal holen. Cooler Film. Mal wieder was für die Sammlung. Genau. Dann am 28.05. Wollte ich mir eigentlich ein 4K Steelbook holen. Das ist leider jetzt schon ausverkauft gewesen. Vielleicht habe ich noch Glück, dass wir von der Bestellung abspringen oder so, dass ich es noch irgendwo herbekomme. Und es ist 1917. Wie gesagt, ich habe es überall gesehen. Ausverkauft. Wird mir gefallen, das Steelbook, und schauen wir mal, vielleicht bekomme ich es ja noch. Genau, dann zu einem 4K Steelbook, das ich mir vorbestellt habe. War ich auch im Kino. Bad Boys 3, also Bad Boys for Life. Hammer Cover, gefällt mir riesig. Und Film muss auf jeden Fall auch in die Sammlung zu meinen anderen Bad Boys Sachen. Genau. Und für den 28.05. steht dann bei mir noch drin Dr. Sleeps Erwachen, dass er verschoben worden ist von April auf den 28.05. auch als 4K Steelbook. Das Deutsche schaut leider nicht so gut aus wie die anderen, aber ich werde auch zum Deutschen wahrscheinlich greifen. Schauen wir mal. Genau. Und das war es dann auch schon wieder mit meinen Veröffentlichungen im Mai, die wo ich mir holen will. Es gibt natürlich viel mehr Veröffentlichungen im Mai, aber das sind die, wo ich auf meiner Liste habe. Und ja. Falls ihr ganzen Veröffentlichungen sehen, Vorbestellungen sehen wollt, schaut bitte beim Kanal Cinemanuel vorbei. Der macht immer coole Vorbesteller-Tipps und Weekend-Deals. Kann ich euch nur raten, mal da vorbeischauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, servus.